und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder Rossmann-Neuheiten für euch und ja, habe so einiges rausgesucht aus den unterschiedlichen Kategorien. Ich hoffe, dass es wie immer sehr hilfreich und informativ für euch ist. Und als erstes hoffe ich natürlich auch wie immer, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Ja, wir sind im Sommer und dort ist es bekanntlich so, dass gerade auch so von den Sortimentsumstellungen das Ganze so in den September meistens ja da so zeitlich angesiedelt ist. Und deswegen gibt es vorher eher weniger Neuheiten, deswegen diesmal nicht so viele wie sonst, aber los geht's. Und wir starten mit Isana Med. Dort gibt es die 2-in-1 Desinfektionstücher, 26 Stück sind enthalten. Ich glaube, das können wir einfach gerade und generell immer gut gebrauchen. Also ich habe sowas halt auch schon seit Jahren immer in meiner Tasche gehabt für die Uni und so weiter, weil alle Orte, gerade wenn man sich irgendwo aufhält, in den Zügen, in den Bussen, in Räumen, in Hygienebereichen und so, wo sehr, sehr viele Menschen sind, kann man sowas einfach immer sehr, sehr gut gebrauchen. Natürlich jetzt auch gerade für die Reisezeit und so. Deswegen ist das vielleicht auch etwas, was ihr jetzt gerade gut gebrauchen könnt und ihr nachkaufen möchtet. Dann gibt es ein neues Serum für die Haare. Haarserum Seidenglanz von Isana. Auch das ist ja die Eigenmarke von Rossmann. Das Ganze soll für eine mit der Seidenglattformel ohne Silikone für Seidenglanz sorgen. Und das Ganze soll für glanzloses und trockenes Haar sein. Ganz schön viel das Wort Glanz jetzt enthalten. Das Ganze ist mit Betain und Provitamin B5 und halt wie gesagt ohne Silikone. Und ja, sehr viele Leute achten da ja auch immer drauf. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, dass es dann auch immer mit draufsteht. Dann gibt es einen neuen Nachfüllbeutel und darüber freue ich mich sehr, denn ich liebe es, die Nachfüllbeutel zu kaufen. Ab und zu kaufen wir uns ja auch mal so eine Packung zum Pumpen sozusagen, wo halt Seife drin ist, so, ne? Aber wir haben halt auch immer Seifenstücke da und wir lieben halt diese Nachfüllbeutel, weil es einfach so viel günstiger ist im Verhältnis und man ja auch dieses Behältnis halt immer wieder verwenden kann, wenn man das schon mal gekauft hat. Und das gibt es nämlich jetzt mit Mango Exotic und wir lieben halt Mango Maracuja oder generell diese fruchtigen Düfte als Seife und ich denke mal, der wird dann auf jeden Fall bei uns einziehen. Außerdem gibt es von Isana jetzt auch eine neue feste Dusche. Das ist die feste Dusche Bio-Zitronengras. Ich mag Zitronengras nicht so gerne, also weder im Tee noch als Geruch. Das ist einfach nicht so meins, aber es gibt ja für alles immer einen Abnehmer. Was du nicht magst, liebe ich vielleicht und andersrum. Und genau, deswegen ist es ja auch schön, wenn es mal so ausgefallenere Düfte gibt, die jetzt nicht sonst noch irgendwas dabei haben, was immer so unbedingt jeder liebt. Was ich auch sehr gut finde, ist die Cremedusche von Isana. Pink Peach nennt die sich. Das scheint so sommermäßig auf jeden Fall noch angehaucht zu sein. Das soll mit dem Duft von Pfirsich und Hibiskus sein. Ich liebe den Geruch von Pfirsich, wobei der ja, wenn er nicht gerade sehr, sehr künstlich ist, gar nicht so stark ist, sondern eher so ein zarterer Geruch. Ich weiß nicht genau. Also wir haben gerade super viel Duschgel aufgebraucht, weil in all unseren Duschgelen und nur noch so ein bisschen war und jetzt ist so viel leer. Deswegen vielleicht werde ich mir das sogar jetzt noch anschauen. Muss ich mir mal überlegen. Dann finde ich richtig cool, von Essence gibt es jetzt so ein Set von den Juicy Bombs Shiny Lip Gloss Set und da sind enthalten 5 Stücke. Und ich liebe die. Ich habe das schon richtig, richtig häufig erwähnt, wenn ich so über underrated Produkte gesprochen habe, in Jahresfavoritenprodukte und so. Ich dachte selber einmal, das ist so absoluter Quatsch, weil das ist dieser Lipgloss aus dieser kleinen Quetschvertube, hat irgendwie so ein bisschen was von Kinderschminke. Aber die mit schönste Gloss-Textur, die ich in meiner gesamten Sammlung besitze. Und die Dinger sind mega. Hier sind halt 5 verschiedene Farben enthalten und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr sowieso bei Rossmann bestellen wollt. Das Ganze ist ein Online-Exclusive-Produkt, das vielleicht mal mitzubestellen. Dann gibt es von Manhattan neue Farbe von den Lasting Perfection 16 Stunden Lip Colors. Und zwar die Farbe FB115. Und das sieht aus wie so ein richtig tolles, neutrales, helles Nude. Finde ich richtig ansprechend, werde ich mir auf jeden Fall ansehen, denn sowas suche ich heute schon richtig lange. Meistens ist mir alles entweder zu warm oder dann doch irgendwie so braun-mauve-stichig und ja, werde ich mir anschauen. Außerdem gibt es das auch in der Farbe FB210, das ist so ein Beereton, würde ich sagen.
Und dann gibt es noch so einen noch pinkstichigeren Bärenton, die Farbe FB310. Falls ihr ein Mofliebhaber seid, gibt es dann auch die Farbe FB410. Und falls ihr dann wirklich so richtig im Winter in so einem, ja, so einem richtigen Rotton unterwegs sein wollt, die Farbe FB500. Und es gibt noch so ein, ich würde sagen, zurückgenommeneres Erdbeermof, die Farbe FB730 und richtig dunkel die FB740. Also ich glaube, da ist für sehr viele Leute auf jeden Fall etwas dabei, was ja, passen könnte. Also für mich auf jeden Fall besonders die erste Farbe und diesen Berryton finde ich sehr schön, habe ich aber ganz viel, deswegen brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Dann gibt es von Wet n Wild die Boost Me Up Limited Edition. Soweit ich das verstanden habe, ist es eine Limited Edition. Und hier ist jetzt das Lash and Brow Serum in Clear. Ich mag Wet n Wild so, so gerne. Ich habe im Edeka bei mir tatsächlich eine Theke, aber ich weiß, dass nicht jeder Edeka eine Theke hat. Und finde ich super. Man kann es aber auch online bestellen bei Rossmann oder bei der Marke direkt. Ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Wet n Wild ist eine richtig tolle Marke und ja, lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Dann gibt es auch von Alterra, das ist ja eine Naturkosmetikmarke, das kommt ja auch immer in diesen Videos nicht zu kurz, eine neue Bodylotion und zwar die Upcycling Leichte Bodylotion Bio Pink Grapefruit. Das Ganze ist für jede Haut geeignet und soll eben auch vegan, klimaneutral und besonders sanft sein. Finde ich auf jeden Fall cool, aber ich bin bei Bodylotion so ein klassischer Typ, würde ich sagen. Ich liebe es halt, mich so mit Öl einzucremen oder die klassische Dove Bodylotion funktioniert für mich sehr gut und danach greife ich eigentlich auch immer wieder. Außerdem gibt es dann aus der Reihe von der Bodylotion auch noch ein Duschgel. Also falls euch dieser Grapefruit-Geruch sehr gut gefällt, wäre dann jetzt hier auch noch ein Duschgel. Oder falls ihr die Bodylotion nicht gebrauchen könntet, aber den Geruch liebt, dann das Duschgel vielleicht. Außerdem gibt es von der The Beauty Mask Company eine neue Tuchmaske, die Self-Love heißt. Ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus. Es ist auch eine Limited Edition. Revitalisierend soll das Ganze sein mit Pampelmuse und Vitamin B3 für müde Haut. Einfach also euch so ein bisschen so ein Strahlen geben, so einen wacheren Effekt. Und sowas mag ich wirklich immer sehr, sehr gerne. Auch in letzter Zeit habe ich wirklich versucht, mir die letzten Monate waren sehr stressig. Es ist sehr, sehr viel bei mir auch privat gewesen und so. Und ich habe gerade so in den letzten Tagen vor allem wirklich versucht, mir sehr viel Me-Time zu nehmen und auch so Masken zu machen. Und das tut einfach wirklich gut. Also falls ihr schon lange keine Maske mehr gemacht habt, aber welche zu Hause habt, dann gönnt euch doch heute Abend einfach mal eine. Dann gibt es auch von Wet n Wild eine neue Farbe der Mega Slicks Lip Glossen. Und zwar die Farbe Cherish. Finde ich auch sehr schön. Die haben so einen tollen Glanz. Und es gibt auch noch die Farbe Crushed Grapes. Und da ist, würde ich sagen, auch der Name Programm. Es sieht aus wie, die Farbe sieht aus wie eine Grapefruit. Richtig, richtig schön. Und dann gibt es noch Snuggle Siege. Da weiß ich gar nicht, was es bedeutet. Aber auch das ist eine sehr schöne neutrale Farbe und falls ihr dann so wie ich ein bisschen mehr extra unterwegs seid und auch gerne sowas mögt, gibt es noch die Farbe Sinless und Call Me Boss, was so ein bräunlicherer Nude-Ton ist. Und falls ihr das wirklich sehr, sehr zart mögt und vielleicht auch in Kombination mit einem Nude-Lip-Liner oder so, ist die Farbe Pink Champagne Please vielleicht auch das Richtige für euch. Außerdem gibt es das Ganze auch noch in Crystal Clear, falls ihr wirklich das Ganze eher ein bisschen farbloser haben wollt und jetzt nicht so extravagant. Und weil das Ganze sonst ein bisschen wenig wäre in diesem Video, weil wie gesagt, gerade wir sind so ein bisschen im Sommerloch, dachte ich, stelle ich euch noch zwei Limited Editions vor, die es auch exklusiv bei Rossmann gibt. Es handelt sich nämlich um Eigenmarken. Und zwar einmal von Riva Loves Me. Da gibt es gerade nämlich eine Nagellack Limited Edition. Da gibt es wunderschöne Pastellnagellacke, also wirklich richtig, richtig schön. Die Limited Edition nennt sich Luxury Level Manicure und man findet dort eben ganz viele tolle Nagelprodukte. Außerdem gibt es auch noch so Nagelfolien, die ich auch wirklich schön finde. Ich habe Nagelfolien ausprobiert und bin damit nicht so wirklich warm geworden. Also es ist einfach nicht mein Ding tatsächlich. Ich habe mich in Shellac verliebt. Ich habe jetzt auch Shellac immer drauf. Ich habe mir ja Neonail gegönnt vor ein paar Wochen und seitdem bin ich wirklich sehr verliebt. Diese Nagellacke gefallen mir aber auch sehr gut, kann man ja natürlich aber auch mit einer Shellac Base immer noch benutzen. Dann gibt es
die Metal-Sticker, also extra solche süßen metallischen Sticker. Und es gibt auch noch French Manicure Sticker, also welche, die ihr vorne auf euren Nagel aufkleben könnt, auf die Spitze. Und dann könnt ihr das Ganze eben anmalen, die Folie abziehen und habt dann eben so eine Form. Man kann es natürlich überall auch auf dem Nagel aufkleben und so machen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und dann gibt es auch noch so Gold Flakes, beziehungsweise so ein Glitter Powder, was ihr auch für eure Nägel benutzen könnt. Und ich glaube, damit werden sehr viele Leute sehr, sehr happy, die sonst immer in der Drogerie auf der Suche sind nach mal wieder besondereren Nagelsachen. Ich habe das Gefühl, früher gab es das viel, viel mehr. Und jetzt ist das so in den Hintergrund gerückt. Und ich glaube, mit dieser Limited Edition könnten da dann alle glücklich werden, die da sonst immer auf der Suche sind. Und dann gibt es auch eine neue Limited Edition von Alterra. Auch das ist die Eigenmarke von Rossmann, die Naturkosmetik-Eigenmarke. Die nennt sich Magie des der Edelsteine. Und hier gibt es eben passend zu unterschiedlichen Edelsteinen passende Nagellacke. Ich meine mich zu erinnern, dass es das tatsächlich aber so letztes Jahr von Alverde gab. Das ist die Naturkosmetik-Eigenmarke von DM. Und zwar gab es da halt auch so Lippenstifte, ich meine Nagellacke. Gab es da auch, ich glaube, es gab sogar auch Lidschattenpaletten 2. Sehr, sehr ähnlich, muss ich sofort dran denken. Und die sind halt dann immer so daran benannt, wie zum Beispiel Rosenquarz, Amethyst, obwohl mir der Amethyst hier ein bisschen zu hell geraten ist, Mondstein, Saphir und zum Beispiel auch Rubin. Ich habe ja auch einen Rubin an meinem Ehering und finde ich richtig, richtig süß. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Bernstein ist mir jetzt hier auch ein bisschen zu rot. Da hätte ich eher so was Goldigeres erwartet. Aber ja, auch hier für alle Nagellackfreunde. Ich hoffe jetzt natürlich wie immer, dass das Video unterhaltsam und hilfreich für euch war. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!